Hallo und herzlich willkommen zum letzten Vortrag zu Look Around in Fangklammern. Ich bin Niklas Mund und werde Ihnen einen abschließenden Überblick geben sowie einige sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten dieser Thematik anhand von Beispielen zeigen. Kommen wir zunächst zur Gliederung. Beginnen werden wir mit dem Auffrischen Ihres Wissens über Fangklammern, direkt gefolgt vom sinnvollen Einsatz dieser. Nachdem wir die Thematik der Fangklammer abgeschlossen haben, werden wir den gleichen Ablauf für die Lookarounds verwenden. Starten wir nun mit den Fangklammern. Fangklammern ermöglichen eine Sortierung bzw. Rangordnung innerhalb eines regulären Ausdruckes und eignen sich dadurch hervorragend für Operationen und Umrechnungen. Das Besondere an Fangklammern ist, dass wenn man einen regulären Ausdruck in sie schreibt, das Gematch des Ausdruckes in fortlaufenden Variablen gespeichert wird. Diese sind in Perl mit dem Dollarzeichen und einer fortlaufenden Zahl erreichbar. Dadurch kann der Inhalt der Fangklammern innerhalb dieses regulären Ausdruckes erneut verwendet werden. Nutzen kann man die Fangklammern, indem man den Inhalt in ganz normale runde Klammern schreibt. Das Gegenteil von den Fangklammern sind die nicht einfangenden Klammern. Sie können ebenfalls zur Strukturierung des regulären Ausdruckes verwendet werden, speichern aber ihr gematchtes nicht. Nutzen kann man die, indem man das gewünschte in normale runde Klammern schreibt, aber der Inhalt beginnt mit einem Fragezeichen und einem Doppelpunkt. Kommen wir zum sinnvollen Einsatz des Gelernten. Bleiben wir zunächst bei den einfangenden bzw. nicht einfangenden Klammern. Da sie genauso benutzt werden können wie in der Mathematik oder Informatik, plus den Speicheraspekt, benötigen wir sie in fast allen regulären Ausdrücken, die eine gewisse Komplexität aufweisen. Das bedeutet, in späteren Vorträgen werden sie allgegenwärtig sein. Bei ihrer Verwendung sollte auf die Effizienz geachtet werden. Also benötige ich den Speicheraspekt? Wenn nicht, dann reichen auch nicht einfangende Klammern. Eine Verwendungsmöglichkeit ist die Bearbeitung von Dateinamen, was ich anhand der folgenden zwei Beispiele zeigen möchte. Das erste Beispiel ist Suchen und Ersetzen. Stellen wir uns vor, Sie möchten aus einer Reihe von Dateinamen die Sonderzeichen entfernen, in diesem Beispiel den Bindestrich. Per Hand ist das eine mühselige Aufgabe, sobald eine hohe Anzahl an Dateien vorhanden ist, also bauen wir uns einen regulären Ausdruck. Sie sehen jetzt vor sich die fertigen Ausdrücke für Suchen und Ersetzen, aber keine Angst, ich werde sie jetzt aufteilen und einzeln erklären, damit das Gesamtbild einen Sinn ergibt. Der erste Block ist Caret, runde Klammer auf, Punkt, Sternchen, runde Klammer zu. Die Klammern bilden eine Fangklammer und speichern somit das Gematchte, was innerhalb ist. Das innerhalb der Fangklammern befindet sich ein Punkt und ein Stern, das heißt, es wird jedes beliebige Zeichen gematcht und auch beliebig lange. Das heißt, es wird munter drauf losgematcht, bis der nächste Block eintrifft, das heißt, bis das erste Mal ein Bindestrich auftaucht. So, der Bindestrich steht nicht in Klammern oder also steht nicht in Fangklammern, also wird er nicht gespeichert, er wird nur gematcht. Danach wird der erste Block wiederholt, das heißt, es werden wieder beliebig viele Zeichen gematcht und auch gespeichert, da es in einer Fangklammer steht. Zur Ersetzung werden jetzt die beiden Fangklammern in der richtigen Reihenfolge wieder aufgerufen, sodass das Gespeicherte wieder genutzt werden kann. Zu beachten ist, dass das Aufrufen der Variablen je nach Programmiersprache sich unterscheiden kann. Im Endeffekt haben wir jetzt also alles von dem Dateinamen gespeichert, außer dem Bindestrich. Das zweite Beispiel ist eine Umstellung. Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine große Filmsammlung neu sortieren. Alle Filme sind nach dem folgenden Schema betitelt: Rating, Name, Erscheinungsjahr, Dateiendung. Jetzt möchten Sie aber die Filme in eine chronologische Ordnung bringen. Also beginnen Sie mit dem Erscheinungsjahr, dann der Titel, das Rating und natürlich die Dateiendung am Ende. Da die Sammlung recht umfangreich ist, schreiben wir einen regulären Ausdruck, um den Umschreibprozess zu beschleunigen. Der Ausdruck sieht wie folgt aus. Was müssen wir also mit ihm erreichen? Wir müssen die verschiedenen Blöcke des Titels erkennen, speichern, damit wir sie anschließend neu ordnen können. Das heißt, die Blöcke sind Rating, Titel, Jahr, Endung und sie müssen in die Reihenfolge gebracht werden. Jahr, Titel, Rating, Endung. Ich werde jetzt wieder den regulären Ausdruck in einzelne Blöcke aufteilen und diese erklären, damit das Gesamtbild verständlich wird. Als ersten Block, den wir erkennen müssen, haben wir das Rating. Das Rating ist festgesetzt, das sind drei Zeichen, zwei beliebige Zahlen, getrennt durch einen Punkt. Also schreiben wir Caret, runde Klammer auf, Backslash D, Backslash Punkt, Backslash D, runde Klammer zu. Das heißt, wir matchen zwei beliebige Zahlen, die durch einen Punkt getrennt sind, und speichern das in einer Fangklammer ab. Der nächste Block, den wir haben, ist der Titel. Das Problem ist, der Titel ist nicht begrenzt, hat nicht eine festgesetzte Zeichenlänge, kann auch verschiedene Zeichen enthalten, wie Zahlen, Buchstaben und Leerzeichen. Also müssen wir gucken, wodurch wir ihn begrenzen können. Und die Begrenzung hier ist immer die sich öffnende runde Klammer von dem Erscheinungsjahr. Also müssen wir alles matchen, was nicht diese Klammer ist, damit alles davor erfasst wird. Das schaffen wir, indem wir schreiben, runde Klammer auf, eckige Klammer auf, Caret, runde Klammer auf, eckige Klammer zu, Sternchen hoch. Und natürlich dann wieder für das Fangklammern,
runde Klammer zu. Das heißt, wir matchen alles, was nicht eine runde Klammer auf ist, und das beliebig oft. So können wir den Titel, egal wie er aufgebaut ist, erfassen. Der dritte Block ist dann das Erscheinungsjahr, was wieder festgesetzt ist. Das ist standardisiert, indem es in Klammern geschrieben ist, vier Zeilen lang. Also schreiben wir runde Klammer auf, Backslash runde Klammer auf, eckige Klammer auf, Backslash D, eckige Klammer zu, geschweifte Klammer auf, 4, geschweifte Klammer zu, Backslash, runde Klammer zu und eine normale runde Klammer. Das heißt, wir haben in Fangklammern geschrieben, dass diese beiden öffnenden und schließenden Klammer gematcht werden sollen und da drinnen beliebige Zahlen, 4 Stück insgesamt. Damit können wir das Erscheinungsjahr also komplett erfassen und wieder in einer Fangklammer speichern. Das letzte ist dann einfach, das ist nur wieder die Dateiendung, die ist, wird gematcht, indem man schreibt wieder runde Klammer auf, Punkt, Sternchen, runde Klammer zu. Das heißt, beliebige Zeichenanzahl, das ist der Rest von dem Dateinamen, muss die Dateiendung sein und die wird dann in der vierten Fangklammer gespeichert. So, für die Ersetzung brauchen wir jetzt nur die richtige Reihenfolge. Die Reihenfolge haben wir uns ja oben ausgesucht. Das heißt, wir wollten zuerst das Jahr haben, dann den Namen, dann das Rating, dann die Endung. Also brauchen wir für die Ersetzung den Aufruf der Variablen in der folgenden Reihenfolge: Backslash, Backslash 3, Backslash 2, Backslash 1, Backslash 4. Dadurch können wir dann die komplette Sammlung von den Filmen in diese Reihenfolge festsetzen. Und später, wenn wir das neu sortieren möchten, können wir das auch wieder ändern. Kommen wir nun zu unserem anderen Thema, den Lookarounds. Der Lookaround ist eine Suche mit einer Bedingung. Das heißt, man kann festlegen, was vor oder nach dem Match stehen muss, damit das erfolgreich gematcht wird. Diese Bedingungen werden aber nicht bei dem Ergebnis ausgegeben. Man kann so die Suche davor oder danach manipulieren. Zum Beispiel, man möchte aus dem Text heraus das Wort Fußball heraussuchen, aber nur, wenn Fußball direkt gefolgt ist von Turnier. Dies würde man mit einem Lookahead bewerkstelligen können. Andersherum, also wenn wir möchten Turnier finden, aber nur wenn Fußball davor steht, wäre ein Lookbehind. Beide Fälle können auch negativiert werden. Das heißt, ich möchte nicht, dass dieses Wort einem bestimmten anderen folgt. Die Syntax ist wie folgt: Nutzen wir ein Lookahead, also für etwas, was danach stehen muss, nutzen wir die runden Klammern, wo drin die Bedingung kommt. Die Bedingung muss aber eingeleitet werden von einem Fragezeichen und einem Gleichheitszeichen. Für die Negation muss das Gleichheitszeichen in ein Ausrufezeichen verwandelt werden. Beim Look Behind verwenden wir ebenfalls die runden Klammern mit einer Bedingung. Die Bedingung wird eingeleitet durch ein Fragezeichen, ein Kleinerzeichen und ein Gleichzeichen für die positive Variante. Mit der negativen Variante muss das Gleichheitszeichen wieder ausgetauscht werden durch ein Ausrufezeichen. Ein sinnvoller und interessanter Einsatz von Lookarounds ist eine Abfrage bei einer Passworterstellung. Hierzu ist es wichtig zu verstehen, dass ein Lookahead nicht matcht, um seine Bedingungen zu überprüfen, sondern nur nach vorne schaut und dann matcht, je nachdem, ob es seine Bedingung erfüllt wurde oder nicht. Also können wir Lookaheads benutzen, um diese Abfrage zu realisieren. Wir bleiben einfach am Beginn des Strings stehen und nutzen Lookaheads, um auf den String zu gucken, ob Kriterien für eine Passworterstellung erfüllt wurden. Wenn alle erfolgreich gefunden wurden, wird einfach der ganze String gematcht. So können wir also unsere Lookarounds als Bedingung verstehen. Wenn du X siehst oder Y nicht siehst, geh weiter und match. Jetzt brauchen wir nur noch unsere Passwortkriterien für die Erstellung eines Passwortes. Da habe ich bekannte Standardfälle genommen, wie ein Passwort muss 6 bis 10 Zeichen lang sein, wir brauchen einen Kleinbuchstaben, einen Großbuchstaben und eine Zahl. Das heißt also, wenn wir diese Kriterien in Lookaheads verwandeln und das in ein Matching reinschreiben, wird das Matching jedes Mal fehlschlagen, solange unsere Passwortkriterien nicht erfüllt werden. Und so können wir sehen, ob bei der Passworterstellung die Kriterien erfüllt werden von dem Nutzer. So, wie bilden wir jetzt das in einem regulären Ausdruck ab? Zunächst brauchen wir die einzelnen Kriterien. Das erste Kriterium war 6 bis 10 Zeichen lang. Also müssen wir es umschreiben. Regulärer Ausdruck dafür ist Backslash W in den geschweiften Klammern 6,10. Das heißt, beliebiges Zeichen 6 bis 10 lang. Aber das ist nur das Kriterium. Jetzt müssen wir es wieder so einstellen, dass er vom Anfang an das String sucht und dann auch nicht weitergeht, sondern zurückgeht und dann das fürs nächste suchen kann. Ergo den Lookahead, den wir schon angesprochen haben. Also packen wir jetzt um das Kriterium unseren Lookahead. Das ist Caret, runde Klammer auf, Fragezeichen, Gleichheitszeichen und dann unser Kriterium von oben. So, aber das reicht uns ja noch nicht. Das darf ja 6 bis 10 Zeichen lang sein, aber danach darf ja auch nichts kommen. Also müssen wir jetzt in den Lookahead noch ein Dollarzeichen einfügen, damit klar wird, also das bedeutet dann, dass danach nichts mehr kommen darf. So, jetzt haben wir nur das Problem, wird der Lookahead zwar erfüllt, aber es passiert immer noch nichts. Also müssen wir jetzt noch sagen, wenn der Lookahead erfolgreich ist, also wenn das bis dahin abgearbeitet wird, muss alles erlaubt sein. Das heißt, wir fügen noch hinzu Punkt Sternchen, damit danach alles gematcht wird. Und so ist dann das erste Kriterium erfüllt. Das zweite Kriterium war ja mindestens ein Kleinbuchstaben. Also brauchen wir wieder ein Lookahead.
der nach einem Kleinbuchstaben sucht. Kleinbuchstaben ist A bis Z. Kann man so eingeben in eckigen Klammern, dann findet er das. Und er soll aber, A bis Z muss ja nicht der erste Buchstabe sein, der kleine. Also, look ahead, ganz normal, runde Klammer auf, Fragezeichen, Gleichheitszeichen, dann Punkt Sternchen, damit er alles matcht. Dann das Fragezeichen, das wird später in einer anderen Folgeversion noch erklärt, aber das ermöglicht uns, dass er alles durchgeht und dann aber auch das nächste erfüllt, also A bis Z, dass er dann das auch einsieht, dass er das findet. Und dann eine runde Klammer, um das Ganze abzuschließen vor dem Look Ahead. So. Jetzt müssen wir immer noch unsere Kriterien irgendwie kombinieren. Also kombinieren wir erstmal unsere ersten beiden Kriterien. Die können wir einfach aneinander reihen, aber wir müssen beachten, dass wir vom ersten Kriterium das Ende, also Punkt Sternchen, damit er alles matcht, sozusagen hinten anstellen, damit er den ersten Look Ahead durchgeht, guckt, ob die Zeichenlänge stimmt, dann den zweiten, dann fängt er wieder von vorne an und guckt den zweiten durch, guckt, ob ein kleiner Buchstabe dabei ist, und dann in dieser Zwischenschritt wird alles danach erlaubt zu matchen, weil das ja alles erfüllt wurde. Zwei Kriterien geschafft, fehlen noch zwei. Gehen wir also weiter. Zunächst einmal, was wir bis hierhin geschafft haben. Die beiden Look Aheads, die, wenn sie beide erfüllt sind, zulassen, dass Punkt Sternchen ausgeführt wird. Das heißt, wenn die beiden erfüllt sind, wird alles gematcht. Kommen wir zum dritten Kriterium, mindestens ein Großbuchstabe. Das ist natürlich deckungsgleich mit mindestens ein Kleinbuchstabe, außer dass A bis Z groß sein muss. Also geht der Look Ahead wieder los, guckt die ganzen Zeichen durch und ist dann erfüllt, wenn er mindestens einen Großbuchstaben gefunden hat. Bei der Zahl ist es genauso. Außer dass wir natürlich A bis Z durch Backslash D austauschen, weil Backslash D steht für eine beliebige Zahl. Also geht der Look Ahead wieder los, guckt sich die beliebigen Zeichen an und wird es erfüllt, wenn er mindestens ein D gefunden hat. Abschließend wird alles kombiniert, das heißt, wir reihen die ganzen Kriterien aneinander an. Also haben wir jetzt vier Lookaheads, die aneinander angereiht sind. Zuerst, ob die Zeichenlänge stimmt, also 6 bis 10, nicht mehr, nicht weniger. Ob wir einen Kleinbuchstaben haben, ob wir einen Großbuchstaben haben und ob wir eine beliebige Zahl haben. Wenn die vier erfüllt sind, dann kommt Punktsternchen zur Anwendung. Also wird alles gematcht. So kann man auch Lookaheads in anwendungsträchtigen Situationen nutzen. Hiermit ist mein Beitrag beendet. Ich hoffe, ich konnte Ihnen Ihr Wissen über Fangklammern und Lookaheads vertiefen und Ihnen einige hilfreiche Anwendungsfälle näher bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.